helfen. Machen wir mal zwei Heiltränke weg. Wir haben eh von denen zu viele. Worum geht es diesmal? Ah ja, Erdkolosse. Wie ihr wünscht. Sind mies. Wendigkeitstrank. Hat, glaube ich, niemand drin. Aber Schnelligkeitsöl habe ich gesehen irgendwo. So. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ist eigentlich überschaubar, wenn es keinen zweiten. Keine zweite Ebene geben sollte. Ich habe leider auch nicht viel Geld, also sollte ich mit Heilungen sparsam sein. Außer einer von denen heilt mich um. Ich befürchte, der Hüter ist dieser Reise nicht wohlgesonnen. Okay. Also geht's jetzt mal nur in die zwei Richtungen noch. Ein düster Schrecken. A wizard's might. Wie kann ich helfen? Auf was ist ihr Skript? Weiter greifen, ja. Another charge. My aim is true. Worum geht es diesmal? Warum ist der Ghoul freundlich? Ich werde mich im Land umdrehen, darum kümmern. Der Ghoul war freundlich. Sweetheart? Oh, sogar unser Edelsteinbeutel ist jetzt mittlerweile voll. Okay, es gibt einen Weg auf die nächste Ebene. Zum Verwahrungsort des Untodes. Okay. Klingt nicht nett. Whatever you like. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Lasst ihn von der Eis. My aim is true. Hells, I missed. Hells, I missed. Ach so, Vekonia benutzt. Und Tote beherrschen. Wie ihr wünscht. So. Your need. Das ist einfach nur ein Kriegshammer plus 1, die wir verkaufen können. Ja, wie ihr wünscht. Yes, let's talk more fight. Münz, nimm einfach mal den ganzen Rest mit. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hier drüben ist noch was. Ja. Kaputte Waffe und eine kaputte Rüstung. Okay, also nichts Besonderes mehr.
Also ja, dann gehen wir mal ins nächste Stockwerk. Ja, das Rot, was hier rumwirbelt. Wie ihr wünscht. Worum geht's? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was haben wir hier? Blitz. Dieses massive Lebensbunde von Lyant ist in einer alten, unbekannten Sprache geschrieben, die du nicht entziffern kannst. Auf einem kleinen, verwitterten Stück Pergament, das auf die Innenseite des Titels gedrückt ist, stehen einige Worte, die zumindest verständlich, wenn auch nicht hilfreich sind. Manchmal ist es ratsam, rückwärts zu denken. Schlamm und unsachgemäße Behandlung haben diese einstmals ansehnliche Ausgabe so gut wie unleserlich gemacht. In wenigen noch lesbaren Auszügen nachzuurteilen, scheint das Buch das Leben eines kleinen Jungen zu beschreiben, der eines Tages zum Zaubererkönig der netherischen Enklave Ikisdur aufsteigen würde. Neverwill-Gedönse. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ein zerfleddertes Skelett. What? You want to move? Wie kann ich helfen? Take it like a champ. Yes, right. Ah, oh, und das ist ein gepanzertes Skelett auch noch. Dustorn. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na, gucken wir es mal hier rein. Eine philosophische Abhandlung über die Natur der Leichname. Diese von Motten zerfressene Ausgabe beschreibt die physischen, spirituellen, emotionalen, moralischen Dimensionen eines Leichnams auf so übertriebene Weise, dass alle daraus gezogenen Schlussfolgerungen bestenfalls zweifelhaft sind. Euch fällt ein mit roter Tinte unterstrichener Absatz auf, er lautet: Den Untod und insbesondere der Zustand des Leichnams sind Umkehrungen der Naturordnung. Der Winter, der das Ende des sterblichen Lebens bin. Oh. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Das Spiel war nicht pausiert, während ich gelesen habe. Auch gut. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So. Der Winter, der das Ende des sterblichen Lebens bedeutet, ist eine Wiedergeburt für die Untoten. Der herbstlichen Verschlechterung der Lebensenergie, die dem tödlichen Winter vorausgeht, folgt die Wiedergeburt im Untod. Da die Teilung von Geist und Körper aufgehoben wird, führt dies zu einer Zeit der Erleuchtung, in der die Untoten die Welt in all ihrer brillanten Facetten sehen. Am Ende folgt der Frühling des Leichnams, einer Jahreszeit anwachsender Kraft und Vitalität, die für die Ewigkeit aufrechterhalten werden kann und wird solange sein Phylakterium und sein physisches Gefäß Bestand haben. Ritual des Werdens. In einer Ledermappe, auf die das Wort Leichnam geprägt wurde, befinden sich mehrere Pergamentstücke, eine Vielzahl von Sprachen, von denen die meisten euch fremd sind. Zwei könnt ihr jedoch lesen. Das erste ist in krakeliger Handschrift geschrieben. Um das Ritual des Werdens zu verhindern, muss die Seele des Objekts entweder vom Subjekt selber oder vom Magier, der das Ritual durchführt, in das gewünschte Phylakterium versetzt werden. Nachdem das ätherische Selbst sicher versetzt wurde, können die für den bevorstehenden Zustand des Subjekts erforderlichen physischen Veränderungen beginnen. Magische Energie absorbiert einen Großteil der Körperfeuchtigkeit, die Haut verschrumpelt und ändert häufig die Farbe, wodurch das Subjekt ein leichenähnliches Aussehen erhält. Das Subjekt kann während der Veränderung ein körperliches oder emotionales Unwohlsein empfinden.
Doch solange das spirituelle Selbst im Phylakterium ist, besteht keine Gefahr eines physischen Zerfalls. Tatsächlich kann die physische Existenz des Subjekts nach Abschluss der Transmutation nur durch die Zerstörung des Phylakteriums beendet werden. Die saubere und besser lesbare Schrift auf dem zweiten Pergament ist möglicherweise das Werk eines professionellen Schreibers, vermutlich eine Kopie der Transkription der Worte eines Dritten. Das Phylakterium. Das Phylakterium ist gleichzeitig die Quelle der großen Macht des Leichnams und seine größte und tatsächlich auch einzige physische Schwäche. Jeder unerkennliche Leichnam muss sich bemühen, sein Phylakterium zu jeder Zeit an einem sicheren Ort zu verwahren. Auch wenn nicht zwingend erforderlich ist, die Transformation vom Sterblichen zum Leichnam einfacher, wenn der Gegenstand, in der die Seele des Subjekts versetzt wird, das heißt das Phylakterium, etwas ist, mit dem er vertraut ist. Dies ist insbesondere bei Ritualen des Werdens der Fall, die von jemand anderem als der Person, die sich in der Transformation befindet, durchgeführt werden. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass wir hier noch einem Leichnam begegnen könnten. Oh, hier sehe ich... Ihr seid so weit entfernt. Wie kann ich helfen? Die Oberseite des Marmorpodests des Raumes ist hohl und enthält eine flache Pfütze mit klarem Wasser. Spalten an der Seite des Sockels sind anscheinend für Zepter mit kompliziertem Design konzipiert. In einer der Spalten befindet sich ein solches Zepter. Die restlichen drei sind leer. Worum geht es diesmal? Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. Muss ich jetzt die Zeptare hier finden? Laden wir lieber. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You want me? Whatever you like. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. This group shows price. Extraordinary. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Yes, dear. Okay, hier ist es definitiv auch wieder groß. Bibliothek, erhöhter Tümpel, Ausgang. Oh, ein Bronzewächter. I need healing. Au. Ein verdammt starker Bronzewächter. I called. I am yours to command. I bleed. Wie kann ich helfen? Heal me. Yes. Only death could ever separate thou and I. Mist, nur der Tod vermag uns beide zu trennen. Ja. Okay. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Also Bronzewächter unschön. You want me? Whatever you like. Worum geht es dies? Ich werde mich im Handum. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. They called. Haben wir eine Hast? Ja, haben wir. Wie kann ich helfen? Alia. Magisches Geschoss. Und ein Säurefall. So. Sweet, whatever you like. Shows promise. Extraordinary. I thought first. Worum geht es diesmal? Yes, I will. By demand? So, dann hauen wir das Ding mit Zaubern hoffentlich kaputt.
Okay. Und auch nicht. Boah, das, diese Bossewächter sind stark. Das kann man nicht bezweifeln. Nur zu fragen. Ich will aber zuerst da lang gehen, weil ich wissen will, was da ist. You want me? Yes, dear.